Gut. Henry? Maluan. Mach dich nicht so breit, Henry. Aber hier ist wieder ein Terminal, welches super ist. Hier ist ein Generator und etwas Krab. Together. Mhm. Sehr schön. So, was haben wir hier noch alles? Maluan. Okay, hier scheint es so an sich nicht mehr groß viel zu geben. Also der Raum ist tatsächlich clear. Wir haben einen Generator gefunden und ein Interface, welches uns die natürlich die Arbeit sehr erleichtert. R5 war sauber, soweit ich mich entsinne. Motion. Okay. Also ich gehe mal stark davon aus, dass R2 sauber ist. Weil wenn die Waffe bis jetzt noch nicht ausgeschlagen hat, kann die entweder nur keinen Strom haben. Oder da ist nichts. Immer diese Entweder-Oder-Geschichten, ne? Wir machen also D16 mal auf. Wir machen D20 mal auf. Oder würfeln damit, das ist auch gleich. Navigate. 2, also Ben, mal nach R11. Jetzt wird wahrscheinlich das Interface in R6 ausfallen. Mhm. Das heißt, D11 wird aufgemacht. D25 wird aufgemacht. Navigate. Oh. Da ist ein Turret. Ach. Interessant. Habe ich gerade den Arsch offen gehabt? Kann das sein? Weil das Turret jetzt gerade keinen Strom hat. Hat das nicht aktiv geschaltet. Das heißt, ich mache jetzt Generator nicht an. Navigate 3 to R12. Henry schaut sich das Geschütztürmchen mal an. Also ich weiß ja bis heute noch nicht, ob Geschütztürme Freund-Feind-Kennung haben. Aber ich weiß nur, die sind aktiv oder passiv. Oder deaktiv, kann man auch sagen. Aber, alles so Sachen, die eher uncool sind. Ich weiß nicht, das sieht irgendwie sehr befriedigend aus, wenn du es in 60 FPS da vorbei druckst. Okay, dann machen wir folgendes. Generator. Gut, das hat Strom. D20 mal entfernen, also schließen. Nicht entfernen. Interface. Mhm. Well, that's strange. Kann man noch irgendwas mit Survey machen? Found 5 rooms. Okay. Wir können mal was überprüfen. Strategic option. Open D29 to try hurt any enemies. D29, wo ist denn das? Da oben. Warum sollten wir? Na gut, aber das ist gar nicht mal so eine schlechte Aussage an sich. Problem ist nur, ich möchte vorher mal in R10 reinschauen. Gut, wir machen R10 erstmal auf. Lassen dann Henry mal reinschauen. Das heißt, D17 muss offen sein. Ist was Wertvolles drin? Ein Interface. Natürlich ist das wertvoll. Dammit. Okay. Navigate 3 to R10. Weil das hat jetzt nämlich dann den Vorteil. Ich nehme mal stark an, dass das Interface zu dem Geschütz da gehört. Aber wir brauchen noch einen Generator dafür. Wahrscheinlich, ja. Interface is not power, ja. Yep. Gut. And navigate 1 to R11. Es wird jetzt ein bisschen eng, aber ist halt so. Gut. Du machst jetzt hier mal so Platz. Ich finde ja, dein Videosignal ist immer noch das Schönste von allen. Hat irgendwie Style. Schade, dass wir es so selten benutzen. Okay. Benny, mach mal Platz.
Du musst abnehmen, Ben. Ich muss dir nachher mal ein paar Löcher in den Hall, in die Hülle schrauben. Dann wirst du schmoller. Okay, Motion. Okay. Flag. R9. Die 25 schließen wir mal. Jetzt bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, was war von uns remote gepowert? Ich glaube, der in R4, ne? Gut, dann machen wir mal D20 auf. Navigate 2 zu R3. Ich will nämlich den... Ich vermute, dass jetzt dann D20 nicht mehr geschlossen werden kann, oder? Wir brauchen immer mehr Generatoren, ne? That's a thing. That's a thing. Generator. Mach mal, Benny. Mach deine Sch... Best... Asteroid Collision, 6 Minutes. R2. Verdammt! Verdammt, okay, D16, wir müssen uns beeilen. D16. D20. D15 muss auf. D23 muss auf. D23 gleich wieder schließen, sobald das Zeug durch ist. Ah, D11 muss noch zu. D23. Mhm. Das heißt, D14 kann auf. Wir können mit Henry durchgucken. Videosignal Drohne 3. Okay. Okay, Defense in Room 5 hat gerade aktiv geschalten. Killed one enemy. Sehr schön. Okay, wir gehen jetzt hier mal kurz durchchecken. Ist hier irgendwas Wichtiges drin? Nicht wirklich, nein. Okay, dann Gather. Okay, dann ist Flag. R9. Ist damit angeflaggt. Das heißt, Henry geht mal wieder raus. Wir müssen uns ja irgendwie etwas beeilen. Wir müssen unbedingt R2 clearen. D14. Muss jetzt geschlossen werden. Dann Motion. Drohne 3 hat Signal wieder, gut, ist jetzt erstmal relativ irrelevant. Dann D26 muss unbedingt aufgemacht werden. Jetzt müssen wir überprüfen, ob wir da irgendetwas finden, was da reinkommt. Komm schon, andiamo. Andiamo, comprende. Comrade. Or whatever. Okay, da scheint... nicht viel zu sein. Gut, wir gehen erstmal mit Hull wieder zurück und packen den mal so schön ein. Der gefällt mir da erstmal. Scheiße, ich kann es nicht schließen, weil ich habe keinen Strom da. Verdammt, kein Strom bedeutet kein Fortschritt. Wie viele Minuten haben wir noch bis zum Asteroideneinschlag? Sechs Minuten. Da steht es aber nicht da, wie lang das her ist. Okay, dann müssen wir uns jetzt beeilen. Die 26 muss erstmal geschlossen werden. Dann die 14 auf. Hull kommt, Henry kommt rein. Wir schließen die 14 wieder. Machen die 26 auf. Und schauen nach. Swap. Shield Sonic. Okay, an sich nichts Interessantes. Okay, Gather. Okay, gucken wir noch den Rest an. Okay, hier ist ein Defense-Turm. Den wissen wir aber schon. Ah, Mensch, 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 beeil dich. Ich möchte aus hier. Okay,
Dock A4. Weil wir müssen jetzt gerade unseren kleinen Kollegen hier mal wieder einig durch. A4 öffnen. Dann kommt hier Henry rein. Und unser Nathan geht raus. Ah, der hat auch keinen Platz mehr drin. Verdammt. Okay, dann Kommando zurück. A4 schließen. Dock an A9. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. A9 öffnen. Dann kommt unser lieber Hall wieder zurück, weil der hat noch Platz. A9 schließen. Dock an A4. Drohne 2 Videosignal ist erstmal wurscht. Hall. Darf ich bitten? A4 öffnen. So. Swap. Und zwar nehmen wir... nehmen wir das Schild mit. Wir machen D26 zu, aber wenn jetzt gleich einschlägt. Drohne 4 Videosignal verloren. Drohne 2 hat's wieder. A4 schließen. Weil wenn da Vakuum reinkommt, habe ich keinen Bock, da in der Nähe zu sein. Absolut keinen. So, wir sind jetzt erstmal hier grob sicher. D15 schließen wir mal. Okay. Ah, da liegt die Leiche vor dem Viech drin. In einer Minute, okay, dann docken wir mal da weg auf A7. Okay, wir kriegen auf jeden Fall das, was in der Drohne noch drin ist, nicht mehr raus. Das ist verloren. Leider. Das heißt, wir machen mein Collision. Okay, wir machen D16 auf. Wir machen D20 auf. Gehen dann mit Drohne mit Benny hier weg. Das wird jetzt gerade ein bisschen stressig. So. Okay, das ist eine biologische Lebensform gewesen. Also nicht besonders interessant für uns. A7 machen wir mal auf. Okay, halt, mach mal Platz. Genauso wie du, Henry. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das Ganze mit dem Asteroiden ausspielt. Daher gehe ich erst einmal in Deckung. Bis... Oh, jetzt haben wir den Hit von. Okay. Was haben wir für einen Schadensbericht? Room 2 ist gehittet und wir kommen da nicht mehr rein. Gut, wir haben alles dicht gemacht, das heißt also, ist gut. Radiation Flooding Room during Asteroid Collision, Airlock A8 sealed. Gut. Gut, dann haben wir der Zusammenstoß. Will fail in 30 seconds. Okay, das ist erstmal wurscht jetzt erstmal. Wir haben unsere Drohnen erstmal in Sicherheit. Dann muss ich mir jetzt überlegen, was machen wir als nächsten Schritt. Wir können natürlich die Radiation in die jeweiligen Räume fluten lassen, und zwar R8 und R7. Mit dem natürlichen Erfolg, dass wir halt eben, ja, dann die Viecher da tot haben, die da garantiert tot sind. Moment, was steht da noch? R7 has been exposed to outside. Airlock has been destroyed. Okay, R7 ist für uns zumindest schon mal komplett irrelevant geworden. Das heißt, Flag R7 kannst du schon mal wegmachen, weil da lebt garantiert nichts mehr drin. Okay, das ist eher uncool, was jetzt hier passiert ist. Das heißt, wir haben nur noch in R8 irgendeinen Bullshit. Das heißt, wir machen A7 mal auf, sagen Ben, nee, nicht Generator. Das ist zwar das, was ich nachmachen, aber Ben soll jetzt erst einmal nach R11. Okay, Navigate. Ben, R11. So. Generator. Okay, jetzt haben wir das Saft. Das heißt, wir können jetzt erst einmal A8 fluten. Dann kommen wir nur noch über A2 in A8 hinein.
Dann machen wir die 28 mal auf. Zu Recht will die Strahlung nicht fluten. Oder zumindest, ich weiß ja nicht darüber, was da gerade los ist. Okay, dann machen wir es anders da. Okay, D28. Ey, das ist D26. Stopp den Scheiß. So, machen wir jetzt zu. Hoffen wir, dass die Strahlung wieder abnimmt. Navigate. Und zwar 1 zu R10. Holy damn, was war das jetzt? Das war gruselig. Und zwar massiv. Okay, dann... ich glaube, wir machen uns ein bisschen... Wir sputen uns ein bisschen. Dock an A9. Das heißt, D20 schließen wir mal. Für den Fall, dass jetzt da noch ein bisschen weiter strahlt. Motion. Okay. Ich glaube, wir haben es verkackt. Ja, wir haben es verkackt. Shit. Okay, hier ist jetzt in dem Fall nicht so viel zu holen. Schade. Navigate all to R1. Hier gibt es für uns nichts mehr. Das heißt, Hull macht Platz und Nathan ebenfalls. Selbiges gilt für Henry. Und jetzt macht Platz für unseren lieben Benny. Wir hauen ab. Wir haben hier ein bisschen Scrap, ein bisschen Propellant und so weiter. Room 6 ist jetzt auch komplett im Arsch. Gut, wir haben auf jeden Fall was Schönes gefunden. A9 schließen wir mal und hauen hier ab. Okay. Okay, Interface ist bald down. Ihr current ship is tracking where? Consider trying commander another vessel before it destroys. Genau, das habe ich gelesen. Gut, aber das machen wir erst im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dort. Für die Gott.